Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Onopia. Wir sind im vermutlich letzten Krieg gegen die Inaris. Und was ich jetzt mal kurz noch mal gucken will, wie es auf unserem Planeten aussieht. Hier können wir auf jeden Fall schon mal den planetaren Außenposten in Auftrag geben. Sehr gut. Und auf Onopia ist eigentlich nichts weiter zu tun, außer ein paar Upgrades, die wir jetzt leisten können. Und ansonsten ist hier alles gut, fast schon vollständig besiedelt und den Leuten geht es in ihrem Sabbatjahr dort auf Onopia hervorragend. Ja, hier waren wir gerade dabei, die Flottenschlacht zu beobachten gegen die lächerlich kleine Flotte der Inaris. Transportschiffe sind auch noch in der Nähe, das ist auch gut. So. Sehr gut. Und kommt jetzt... Ah ja, das letzte Transportschiff ist auch noch im Ziel. So wünsche ich mir das. Ja, noch nicht in Reichweite. Aber jetzt. Gut. Boah, was geht denn jetzt hier ab? Ah, der Anführer ist von Stufe 2 auf 3, auf 4, auf 5, auf 6 gekommen. Nur durch diese eine Schlacht. Etwas übertrieben, wie ich finde. Ich meinte, das ist jetzt keine wirklich große Herausforderung gewesen. Na gut, wie auch immer. Wir haben noch diese andere Armee dort. Die hat man abgespalten. Die können wir jetzt hier hinbringen. Und schon landen. Wie die da ist. Ach Gott, ist ja lächerlich. Der Widerstand ist ja lächerlich. Ein bisschen bombardieren werden wir. Und dann können wir hier momentan weiter. Und dann ist es alles nicht mehr so weit. Was passiert hier jetzt? Hier ist auch schon der Kampf gewonnen gegen die Stationen. Dann muss hier bombardiert werden. Und wir bringen dann auch gleich hier unsere Armee mit rüber, die auch schon landen kann. Denn auch hier gibt es gar keine verteidigenden Einheiten. Okay, also wir kommen voran. Wir kommen gut voran. Sehr schön. 77% ist auch schon der Kriegsstand. Ein Profi-Händler meldet sich. Verehrter Kunde, wir müssen euch leider darüber in Kenntnis setzen, dass das Handelsabkommen Xuragel abgelaufen ist. Ah ja, das möchten wir verlängern, ja. Komisch, hier erinnern sie uns. Bei anderen Sachen irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Vielleicht täusche ich mich auch. So, Feindflotten hier, 1800. Oh, verdammt. Unsere Transportflotte ist in Gefahr. Die haben wir so alleine losgeschickt. 7, 6, 5, aber der geht nicht in unsere Richtung. Der fliegt da nur durch. Das ist ein Fehler. Da hätte er echt ein bisschen Schaden anrichten können. Da haben wir Glück gehabt. So. Auch das werden wir verlängern. Sehr gut. Hier sind wir gleich mit der Transportflotte und Forschungsabkommen mit den Itztran hatten wir. Das könnten wir möglicherweise verlängern. Auch die Mutagenkristalle werden wir verlängern. So, dann lass uns das mal anschauen. Wo waren das jetzt? Hier, Itztran. Mal gucken, ob das noch geht. Ja, die haben tatsächlich was uns interessiert, aber ihre... Ihre Handelsbereitschaft hat wegen demokratischer Korps-Zugleich-Persönlichkeit eine Basis von... Nee, das müsste eigentlich gehen, oder? Nee, aufgrund der Neutraleinstellung wollen sie das nicht. Hm. Gut. Ach so, handeln können wir, aber keine Forschungsabkommen. So ist es. Das war dann das letzte Mal anders. Wollt ihr denn irgendwas Schickes hier haben? Obwohl, ehrlich gesagt, wir brauchen diese Sachen nicht mehr. Wir verkaufen das auch nicht mehr. Die sind uns ja allen feindlich. Wir werden sie zwar deshalb nicht angreifen, aber ihnen auf diese Weise zu helfen, ist vielleicht auch nicht. Ist auch übertrieben. So, unsere Schutzflotte hier haben wir, glaube ich, jetzt alles. Ne? Hier war nur dieser eine Planet. Jawohl. Dann fliegen wir jetzt hier weiter nach Mantel. Und hier gab es noch einen Inari-Planeten. Genau, da wollen wir hin. Und da müssen wir noch die Armee, wenn es dann soweit ist, nachziehen.
Ich guck mal, wie es jetzt hier aussieht. Bei diesem gut verteidigten Planeten. Oh, die Befestigungen sind runter. Das heißt, wir können landen, aber hier bleibe ich mal dabei, denn hier gibt es auf jeden Fall Widerstand, größeren Widerstand. Und auch ein General, der dort auf der Gegenseite mitkämpft. So, uff, Xan-Flüchtlinge treffen ein. Oh, auf U3 lassen sie sich nieder. Sehr schön. Und Frieden ist. Ah, die Helvan wollten tatsächlich nur zwei Planeten haben. Das finde ich ja erstaunlich. Dann sind sie von ihrer bisherigen Taktik irgendwie abgerückt. Welche zwei sind denn das jetzt? Ich sehe gerade gar nicht ihre Farbe hier in der Nähe. Na gut, es ist wie es ist. So, das ist also erledigt. Okay. Our champions are making planetfall. May the spirits protect them. Our champions have secured a heathen planet. The spirits have granted us new wisdom. So, und die Ikazuri sind jetzt der Heiligen Liga beigetreten, wie man sieht. Okay, die wächst also. Und Erlassdauer plus 10% ist eingetreten. Nahrung brauchen wir nicht. Rekrutierungskosten. Wäre interessant nochmal wegen Einfluss. Das Einzige, was im Moment knapp ist. Das ist auch nicht so richtig. Ich meine, wir könnten das mal weitermachen, um zu gucken, was hier noch kommt. Nö, machen wir nicht. Wir machen das. So, jetzt mal kurz den Überblick bewahren. Hier sind wir weitergeflogen. Das ist okay. Hier unten tobt der Kampf noch. Construction complete. Der harte Kampf, aber unsere Leute sind richtig gut. Schadensbonus plus 35%, das schlägt durch. Der Gegner nur plus 5%. Ja. Das sollten wir hinkriegen. Und Sieg. Sie gestehen die I Niederlage ein und wir haben gewonnen. Alles klar. Wir brauchen das noch nicht mal zu Ende zu kämpfen. Der bestmögliche Ausgang. Jawohl. Das ist genau das Ziel gewesen, Leute. So, da sind jetzt einige Systeme dazugekommen. Sechs, um genau zu sein. Sechs bewohnte Koloniesysteme. Und da werden wir jetzt Sektoren erweitern müssen. Das wird vor allem der, ich weiß gar nicht, welcher das ist. Müssen wir mal gucken. Vor allem ist es der Konstantinopel. Ja, es ist der Konstantinopel-Sektor. Dem werden wir das jetzt alles geben. Diese ganzen Dinger hier. Ich weiß gar nicht, ob da noch andere dabei sind, die wir jetzt hatten. 13, 12. Ach, hier unten. Genau, das auch. 11. So, ihr kriegt jetzt richtig was, aber wo sind hier? 9. Dann machen wir hier nochmal die Grenze schön. Wo ist denn jetzt noch eins, was ich übersehen hatte? Teglan. Das kriegt ihr auch. Okay. So ist jetzt der Stand der Dinge. Damit haben wir das gelöst, das Thema. Und ja, der Sieg ist in unserer Hand. Und wir haben jetzt noch ein paar zeitkritische Trümmerprojekte, die wir durchaus angehen könnten. Gucken wir uns das mal an. Wo es pulsiert hier in diesen drei Systemen. Irgendwo in der Nähe hatten wir doch ein Forschungsschiff. Hier, Efrov. Naja, in der Nähe ist auch was anderes. Wahrscheinlich ist Zoll sogar näher. Dann machen wir das von dort aus. Also, Spezialprojekt untersuchen. Spezialprojekt untersuchen. Spezialprojekt untersuchen. Gut, die Sache wäre erledigt. Jetzt sind es auch nur noch 3 Jahre, bis es gegen die Helvan geht. Sehr schön. Construction complete. Ich würde sagen, wir belassen das so mit den 3 Flotten. Ich denke, das ist ausreichend flexibel. Wir werden die erste in Zoll stationieren. Die zweite. Wir bringen sie mal alle.
Naja. Vielleicht nicht so weit weg. Vielleicht hier hin. Und die dritte an die Seite nach Escola. Okay. Die Itzdran schließen die Grenzen. Alles andere ist alt. Aber wir haben jetzt Flüchtlinge, haben wir gesehen. In Uruk-hai, das könnte es sein. Oh ja, dass hier viel machbar ist. Ich will aber keine Nahrung produzieren. Hier müssen wir jetzt mal kurz durchgehen. Die Fabrik können wir upgraden. Das ist in Ordnung. Die auch. Das kann auch upgegradet werden. Hier soll. Das will ich nicht. Das will ich ersetzen. Nahrung will ich nicht mehr produzieren. Was ist uns denn jetzt hier noch wichtig eigentlich? Energiehub können wir bauen. Das ist in Ordnung. Okay. Das kann ein Upgrade kriegen. Das will ich ersetzen. Oh, wir können wieder ein Kunstmonument bauen. Dann machen wir das auch hier. Das gefällt mir. So, das kann ein Upgrade bekommen. Mineralsilo auch. Das. Oh ja, das ist, hätten wir vielleicht zuerst machen sollen. Ist aber egal. Die Fabrik ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Hier ersetzen wir das durch eine Paradieskuppel. Auf jeden Fall. Und hier können wir ein Upgrade machen. Dann haben wir erstmal hier. Ja, jetzt ist mal wieder Physik dran. Hier ist mal schon wieder viel getan. Okay, wie sieht's aus? Ach ja, Nopia wird, glaube ich. Ach doch, hier ist dann irgendwann. Ach ne, die Genklinik war nur ein Upgrade. Wow, schaut mal, 23 durch das Kultusministerium. Es ist Wahnsinn, was da zusammenkommt. So, und die Union von Reak ist auch der Heiligen Liga beigetreten. Das wird jetzt immer Construction interessanter. Schaut complete. mal, die Heilige Liga wird echt groß. Es gibt eigentlich nur noch wenige. Ja, es gibt die Helvan. Es gibt die Liga von Orassia. Die Heilige Liga, die Sintomoroi, die noch komplett vollständig unabhängig sind, und uns. Das ist es, glaube ich, natürlich. Und die Wächter Illuminiden, das ist ganz klar. Aber die haben sich ja wohlweislich an uns gewandt, weil wir ja gewissermaßen ihre Handlanger sein können. Sie sind zu faul eigentlich dafür, ihre Interessen durchzusetzen. Aber irgendwann würden sie vermutlich auch aufwachen, wenn wir es nicht hinkriegen. Oh nein, die Liga von Orassia ist auch beigetreten, der Heiligen Liga. Wahnsinn. Wie groß. Beeindruckend. Das ist unser Geschöpf, muss man auch mal sagen. Ne? So, Schrimpflüchtlinge treffen ein. Ich weiß gar nicht, vor was fliehen die eigentlich? Vor den Helvan? Ich meine, so schlimm sind die auch nicht, muss man ja sagen. Gut, wir werden mal hier reparieren. Hier auch reparieren und dann müssten die auch gleich in die Umlaufbahn gehen. Dann ist das gut. Die ersten Trümmer sind analysiert, aber es gibt nur ein paar wenige Punkte noch. Ah, wir können wieder schneller machen. Und wir könnten, wenn wir wollten, tatsächlich unsere Flotte noch weiter ausbauen. Wow. Bei der Union von Reak verlagern sich die Regierungsgesinnungen. Sie werden spiritualistischer. Das ist natürlich ganz in unserem Sinne. Ich überlege jetzt mal kurz, wollen wir noch ausbauen? Ja, wir haben die Mittel, warum nicht? Warte mal, dann bauen wir. Das wird zur ersten Unopia-Flotte kommen. Wie sieht es da aus? 33, 42. Vom Verhältnis her würde ich sagen, eher ein Mangel an Kreuzern und Korvetten. So, wo sind die Kreuzer? Hier sind die Kreuzerwerften. Bauen wir einfach mal 5 Kreuzer und dann ordentlich ein paar Korvetten. Das muss auch jetzt nicht super schnell gehen. Das kann auch in einer Werft gebaut werden. Als kleine Ergänzung. Wir müssen jetzt eigentlich theoretisch auch von diesen ganzen Systemen, die ganzen Raumhäfen uns angucken. Und durchgehen, ob man da noch irgendwas ausbauen sollte oder nicht. Aber auch das, glaube ich, ist nicht mehr nötig, so exakt zu machen. Ich halte die Unopia-Flotte schon für sehr, sehr, sehr überlegen inzwischen. So, ich gucke nochmal sicherheitshalber, wie es jetzt wirklich aussieht. Bis 44. 19. Januar 44. Ja, sind also wirklich nur noch 2 Jahre. Dann kann das losgehen. Hochinteressant. So, wir bekommen wieder 905 Mineralien.
und Stufe 7 erreicht. Wir können mal kurz einen Blick darauf werfen. Ach, wisst ihr was? Das ist nochmal interessant. Gibt es möglicherweise jetzt neue Planeten, die von der Größe her für uns interessant sein könnten? Quufant finde ich mit 12 noch gerade so okay. Merkura ist, glaube ich, nicht in unserer... Nee, das ist da unten. Quufant. Das ist besiedelbar. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Da machen wir was. Ja. Kolonisieren wir. Schicken wir da wieder einen los, der hier irgendwo rumhängt. Ja, machen wir es. Hier ist ja sogar Betarianstein. Sehr schön. Also geht mal dahin. Ist das Sektor oder nicht Sektor? Es ist nicht Sektor. Ja, müssen wir sehen, ob wir dasselbe entwickeln. Alles klar. So, hier ist... Da ist jemand abgehauen aus dem Habitat. Man kann es ihm verzeihen. Gut, das Schöne ist, dass der Kampf gegen die Zyganen relativ übersichtlich ist. Sie haben 185.000 Flotte. Gegen die Zyganen, sage ich schon, gegen die Helwan. Und da springt man einmal rein, fertig ist der Lack. Ich frage mich, ob sie inzwischen jetzt auch wieder Festungen ausgebaut haben. Ja, tatsächlich, eine große steht da schon wieder. Aber sie hatten vorher irgendwie vier große, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. So. Technologie erforscht, Baugeschwindigkeit. Wir verbessern nochmal. Ja, wir haben keine Träger, wir haben keine Explosivwaffen. Dann machen wir hochdichte Munition 3 eben. Und Ressourcenspeicher ist voll. Ja, der ist auch bald mit Mineralien voll, habe ich das Gefühl. Habitate will ich nicht mehr bauen. Ich gehe nochmal hier durch. Ah, schaut mal, hier sind noch Kleinigkeiten, die wir machen können. Ich würde sagen, dann ist der Moment gekommen, wo wir mit vollen Speichern auch leben können und jetzt nicht noch unendlich optimieren können. Aber hier können wir noch... Oh, jetzt sind aber viele Leute hier. Hervorragend. Hier wird jetzt nochmal schön gebaut. So, überall, wo noch nichts steht, wird jetzt was hingebaut. Hier unten auch. Ja, machen wir hier mal so eine bunte, unüberlegte Mischung. Auch nochmal ein Forschungslabor hin. Und damit haben wir, glaube ich, überall irgendwelche Gebäude. Halt, das wollte ich ersetzen, aber das wird schon gemacht. Und dann werden wir noch die Upgrades hier bezahlen, die dann in Ewigkeit mal irgendwann gebaut werden. Alles okay soweit. So, Quufant wird demnächst besiedelt. Sehr gut. Und damit sind auch die Spezialaufträge hier gelöst. Das heißt, ihr könnt wieder nach Efrov fliegen und dort die Forschung unterstützen. Ein anderes Schiff führt das aus. Ach so, nee, das war ja das Schiff nicht aus Efrov, sondern aus Zoll. Ja, weil das kürzer und schneller war. Ja, die Galaxis ist groß und unübersichtlich. Die Erde ist hier. Das Forschungsschiff ist hier. So viel Zeit muss dann doch sein. Okay. Gut. 43 ist es schon noch ein Jahr. Dann wäre dieser Angriff möglich und dieser Krieg. Ich bin mal gespannt, was wir denn eigentlich von denen bekommen können. Also klar ist, wir wollen diese drei, die Ringwelten natürlich als erstes, dann dieses hier, Mantal, und was dann auch möglich ist, ja, das nehmen wir dann auch gern. Als nächstes dann das hier. Und dann haben die noch ein paar Besitzungen hier unten, aber das ist auch nicht mehr viel. Na, mal sehen. Jetzt keine Vorschuss. Nicht das Bell, nee, nicht das Fell des Bären vorher verteilen. Allerdings ist das ja im Spiel so, dass man das vorher machen muss, weil am Beginn des Krieges man die Kriegsziele festlegen muss. Jawohl, so ist es. Ich sehe gerade, hier sind
irgendwie Soldaten, Armeen, Quadlut. Haben wir die da vergessen? Sind das unsere Leute, die wir vergessen haben? Ach ja, weil die da gelandet sind. Oh. Die müssen natürlich jetzt erstmal wieder vereint werden. Und dann haben wir unsere drei Armeen, die wir dann auch schon demnächst in Stellung bringen können. So, liebe Leute, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Also das ist das Thema für die nächste Folge. Der Angriff auf die Helvan mit dem Ziel, ihnen diese Ringe abzunehmen. Wobei ich ehrlich gesagt bezweifle, dass wir hier... Ja, ich weiß nicht, ob wir alle bekommen können, ob wir sie komplett schlucken können. Habe ich eher das Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Aber das ist auch nicht entscheidend. Wenn sie nur noch ein paar kleine Systemchen haben, sind sie auch quasi... sind sie auch wirklich keine Gefahr mehr, hoffe ich, für die Galaxis. Ich bin mal gespannt, wie man dieses Ding hier erfüllen kann. Ob es genügt, wenn man zum Beispiel die Hauptringwelt erobert, ob das dann erfüllt ist, die Mission. Ja, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.